Hallo und willkommen bei dieser Tour durch den Homepage-Baukasten Jimdo. Hier bekommen Sie einen kurzen Einblick in das System und ich zeige Ihnen Vor- und Nachteile auf. Ich lege gleich mal los und gehe auf unsere Jimdo-Demo-Seite und logge mich hier ein. Die Anmeldung ist bei Jimdo immer rechts unten. Man klickt einfach auf Anmelden und schon kann man die Seite bearbeiten. Und wenn man erstmal angemeldet ist, dann sieht man schon, dass die Elemente hier, die einzelnen, grau unterlegt sind, wenn man mit der Maus darüber fährt. Und man hat hier verschiedene Icons am Rand. Damit kann man zum Beispiel ein Element hochschieben, ein Element runterschieben, ein Element löschen oder auch ein neues Element hinzufügen. Wie das genau geht, zeige ich gleich. Und man kann durch Klick in den Text ganz einfach den Text bearbeiten in einem Word-ähnlichen Editor. So, ich speichere das jetzt wieder und zeige Ihnen jetzt, wie man ein Element hinzufügt, wie einfach das geht bei Jimdo. So, hier das Plus. Ich möchte nämlich hier auf dieser Kontaktseite ein Formular einbauen. Und das Formular habe ich hier schon da. Ich kann noch genauer die Felder mir auswählen und ich möchte hier zum Beispiel alles Mögliche abfragen: Name, Firma, E-Mail, Telefon und Nachricht. Und ich möchte auch nicht dieses hässliche Capture, diesen Spam-Schutz. Dann würde ich hier noch die E-Mail-Adresse eingeben und speichern. Und schon hat man ein Kontaktformular. Genauso schnell geht es zum Beispiel hier eine Anfahrtsbeschreibung einzubauen auf die Homepage. Also Jimdo ist schon relativ einfach gehalten, im Sinne von einfach zu bedienen und ist eigentlich für Einsteiger die erste Wahl. Was ich noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass wenn man bei Jimdo Änderungen speichert, dann sind die auch gleich sofort sichtbar im Netz. Es gibt also nicht noch einen separaten Vorschau-Modus, wo man erst noch auf Veröffentlichen klicken muss, damit etwas im Netz erscheint. Der nächste Punkt führt uns zum Thema Design und hier gibt es eine Sache, die ich wichtig finde zu beachten. Es gibt auf jeder Jimdo-Seite eine Seitenspalte und diese ist auf jeder Unterseite gleich. Also man hat die gleichen Elemente auf der Hauptseite wie auch in den Unterseiten. Also wenn ich hier zum Beispiel einmal die Newsletter-Anmeldung einbaue, dann ist die auch auf jeder Seite vorhanden. Das ist eigentlich ziemlich gut. Es kann allerdings auch ein Nachteil sein, wenn ich hier zum Beispiel auf den Shop-Seiten gerne etwas anderes bewerben wollen würde als auf der Startseite. Ich springe jetzt hier mal zum Menüpunkt Layout und man sieht hier verschiedene Designoptionen, von denen man einfach durch Klicken eine andere wählen kann, wenn man einmal genug hat von seinem bestehenden Design. Das mache ich jetzt gerade mal. Einfach noch auf Ja und schon habe ich hier zum Beispiel die Navigation oben. Ich habe andere Farbhinterlegung. Hier einen Schatten, was eigentlich ganz gut aussieht. Wichtig hier noch, Profis können hier sogar ihr eigenes Layout erstellen. Also wenn sie Ahnung haben von HTML und CSS, ist dieses Talent nicht verschwendet, weil sie hier komplett sich austoben können und ein eigenes Layout erstellen. Ich gehe weiter zum nächsten Punkt, nämlich zum Style, weil man hier verschiedene Schriftarten, verschiedene Schriftgrößen sich einstellen kann. Man kann auf die Vorschläge zurückgreifen, die Jimdo bietet, oder auch komplett individuelle Einstellungen vornehmen. Man kann hier Hintergrundmuster, man kann Farben verändern, ein Hintergrundbild einrichten und wer einen Shop betreibt, der kann auch hier die Shop-Styles editieren. So, das schließe ich jetzt wieder und zeige Ihnen die Einstellungen, welche Möglichkeiten man hier hat. Man kann nämlich bei Jimdo seine E-Mails verwalten über Jimdo. Das heißt, wenn man eine Domain registriert über Jimdo, bekommt man auch eine E-Mail-Adresse, die den Aufbau name@ihredomain.de zum Beispiel hat.
Hier kann man noch bestimmte persönliche Optionen editieren. Des Weiteren kann man passwortgeschützte Bereiche einrichten, wenn man zum Beispiel nicht will, dass die ganze Welt die Urlaubsbilder sehen kann, sondern nur Freunde und Bekannte. Und dann gibt es auch Optionen zur Suchmaschinenoptimierung. Man kann den Seitentitel, die Seitenbeschreibung und Tags bestimmen. Des Weiteren ist Google Analytics integrierbar für die Webstatistik. Jimdo hat auch ein eigenes Web-Analyse-Tool, allerdings ist das nicht so umfangreich wie Google Analytics. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, hier noch ein Newsletter zu versenden. Also über diese Anmeldebox, die wir vorher gesehen haben, sammelt man E-Mail-Adressen ein und dann kann man einen Newsletter versenden. Relativ einfach gehalten, reine Text-E-Mails sind das, aber besser als nichts. Und man kann auch einen Blog betreiben. So, dann hier noch ein paar Worte zum Shop. Ich klicke jetzt hier mal rein in ein Produkt. Man kann hier das Produkt beschreiben, man kann Bilder hinzufügen und man kann den Preis editieren. Hier hat man sehr viele Möglichkeiten, zum Beispiel auch Lagerbestand. Man kann die Lieferzeit eingeben, Versandkosten kann man hier produktspezifisch festlegen oder einmal global und Produktvarianten kann man ebenfalls verwalten, wenn man verschiedene Größen oder verschiedene Farben anbietet von seinem Produkt und hier auch nochmal sehr granular alles einstellen. Eine Sache, die Jimdo sehr schön gelöst hat, ist diese Produktansicht mit Hilfe der Super-Zoom-Funktion. Man kann hier wirklich sehr schön hineinzoomen und auch das letzte Detail des Bildes sich genau ansehen. Dann noch ein Wort zu den Bezahlmöglichkeiten, weil Jimdo bietet hier eine ganze Reihe an Bezahloptionen. Und zwar, die findet man hier. Es gibt PayPal per Rechnung, per Nachname, Vorkasse, bei Lieferung, bei Abholung, Scheck per Post. Und falls Sie jetzt denken, hier fehlt vielleicht Bankeinzug oder Bezahlung per Kreditkarte, das kann man alles über PayPal abwickeln. Dann noch ein kurzes Fazit zum Jimdo Homepage Baukasten. Wir empfehlen den Baukasten auf jeden Fall für Einsteiger und auch für Fortgeschrittene, die sich nicht so tief mit der Technik befassen wollen in ihrer Website. Es macht sehr viel Spaß, damit zu arbeiten, weil alles sehr intuitiv gegliedert ist. Und es gibt natürlich kleinere Einschränkungen, aber dafür ist es sehr einfach, damit zu arbeiten. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht noch den Testbericht weiterlesen und ansonsten viel Spaß beim Testen und danke fürs Zuhören.